Alex von Alucardo hier, ich grüße euch. Hi! Habt ihr mich vermisst mit Whitebeard Gameplay? Ich habe euch auf jeden Fall vermisst. Das letzte Video kam sehr gut an. Vielen Dank für das reichliche Feedback. Die Likes und die Kommentare hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und ich dachte mir, wir steigen jetzt wieder ein, denn OP04 steht kurz vor der Tür. Wir haben es im Sim natürlich auch schon gespielt, gezockt. Und ich als altes Whitebeard One-Trick-Pony will euch natürlich meine aktuelle Strawbeard-Version mit an die Hand geben, denn für die, die es nicht wussten, Whitebeard wurde hart genervt. Whitebeard selbst, der 9 Don 10.000er, wurde von 4 auf 1 gesetzt, Radical Beam von 4 auf 1 gesetzt und der Marco-Blocker von 4 auf 1 gesetzt. Es fühlt sich unfair an, Whitebeard zu sein. Dazu muss man aber auch dazu sagen, dass Whitebeard einfach ein extrem starkes Deck ist und diese Nerfs in der Hoffnung passiert sind, das Spiel etwas mehr zu balancen. Aber keine Sorge, liebe Whitebeard-Spieler, ich habe gute Nachrichten, denn ich habe hier ein Deck und zeige euch ein bisschen Gameplay, mit dem ihr mit Whitebeard nach wie vor viable bleiben könnt und eure Gegner einfach nach wie vor extrem unter Druck setzt, zerstören könnt und viel Spaß an diesem Spiel haben könnt. Also, gehen wir mal rein in das Gameplay. Wenn ihr eine Deckliste haben wollt, ein Deck-Profile, Deck-Analyse, schreibt es gerne in die Kommentare, hätte ich auch Bock drauf. Denn diese Version des Decks habe ich mich erst sehr gegen gesträubt, aber bockt jetzt tatsächlich extrem, ist eine Strawbeard-Variante. Das heißt, viele Strawhead-Karten, viele Whitebeard-Karten und wir gucken uns mal an, wie wir in OP04 gegen Dofi performen, ein extrem starker Leader. Kriegt am Ende der Runde immer zwei Don Open, was es sehr, sehr schwierig macht, dagegen zu spielen. Weil ihr immer mit Countern rechnen müsst. Das ist wirklich sehr lästig bei den Angriffen. Wir gehen hier First. Ich würde normalerweise Second präferieren. Also wenn ihr es euch aussuchen könnt, geht als Zweiter, nicht als Erster. Da curvt ihr ein wenig besser raus. Hier jetzt den Nami Searcher. Könnt uns nur den Sanji nehmen. Ist aber auch gar nicht so schlecht, den 2K-Counter in der Hand. Ihr wollt sehr, sehr viele 2K-Counter in der Hand haben. So viele ihr könnt. Damit gewinnt ihr einige Duelle, wenn der Gegner sich verkalkuliert, in euer Board angreift und ihr einfach auscountern könnt. Okay, schauen wir uns mal an, was der Dofi zu bieten hat. Was will er machen? Er macht nichts, lässt zwei Don open, wir ziehen noch eine Makino. Haben jetzt also insgesamt drei Makinos und das enabled uns ein cooles Play zu machen. Wenn ihr auf Runde 1 einen Searcher spielen könnt, könnt ihr mit drei Don dann die Makino spielen, ihren Effekt aktivieren, um sie zu resten und eurer 2000er Nami zu 5000 Stärke verhelfen. Ein Don dran ist 6000, das heißt, hier muss er schon die Wahl treffen, nimmt er ein Schild oder countert er aus. Er nimmt das Shield. Meistens nehmen die Spieler in diesen Early Attacks das Shield, was es umso nerviger macht, weil normalerweise rechnen die Leute nur mit dem Angriff von Whitebeard von 6k. Jetzt kommt hier nochmal der 7k hinterher und ich vermute, er nimmt. Jawohl, das ist optimal. So, auf 3 Don zwei Angriffe durchkriegen, die er beide nehmen muss. Das ist ultra unangenehm für den Gegner. High Pressure. Und wir schauen mal, wie er sich hier wieder rauskämpft. Erstmal die Helligkeit hochdrehen, ganz wichtig. Ja, ihr seht schon, ich habe einen Frankie in der Hand und einen Ace. Das heißt, die Strategie des Decks ist nach wie vor, viel Pressure aufs Board zu kriegen. Hier an der Stelle will ich nochmal kurz pausieren, damit alle, die vor dieser Situation stehen, auch wenn ihr gegen Whitebeard spielt, die beiden Optionen kennt. Jetzt in diesem Fall waren quasi Makino und Nami getappt. Und ihr habt jetzt die Wahl, entweder die Makino zu clearen oder die Nami. Beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Wenn ihr gut defenden könnt, das heißt, wenn ihr viele Handkarten habt und den Angriff der Nami, für den Fall, dass ich noch eine Makino habe, was ich ja hier in diesem Moment jetzt auch tue, vorrätig habe, dann müsst ihr damit rechnen, dass wenn ihr die Makino cleart, ich nächste Runde noch eine Makino spiele und nochmal ein Nami-Angriff kommt. Allerdings ist der Vorteil bei dieser Wahl, sozusagen die Makino zu clearen, dass ich ja noch einen 2K-Counter verliere. Ich habe jetzt schon einen verloren, weil ich sie gespielt habe. Wenn er die Makino cleart und ich will nochmal diesen Sneaky-Angriff mit Nami machen, muss ich noch eine Makino ausspielen. Das heißt, ich verliere nochmal einen 2000er Abwurf, was meine eigene Verteidigung, meine eigene Defense schwächt. Allerdings enabled mich das, sofort mit Nami nächste Runde nochmal anzugreifen. Das heißt, wie gesagt, wenn er vor der Wahl steht, cleare ich die Makino oder cleare ich den Angreifer, was auch eine ISO sein kann oder eine Nami, ja, die 2000er Searcher. Entscheidet euch für die Makino, wenn ihr den nächsten Angriff von der Nami auscountern könntet, weil dann schwächt ihr meine Defense. Wenn ihr Angst vor dem Angriff habt, weil ihr wenig Karten zum Abwerfen habt oder einfach nicht gut auscountern könnt, dann würde ich die Nami clearen. Klar, es ist dann sehr undankbar, weil den Searcher will ich sowieso ausspielen, wenn ich ihn in der Hand habe, ne? Aber ich habe dann eine Runde Einsatzverzögerung. Das heißt, ich könnte zwar dann nochmal eine Nami oder eine ISO spielen, euch aber nicht in derselben Runde angreifen. Und das ist quasi die Überlegung, die ihr in so einer Situation haben könnt. Wollt ihr den Angriff, der sofort kommen könnte, nächste Runde verhindern, dann cleart die ISO oder die Nami. Und wenn ihr den Angriff tanken könnt und ihr wollt mir einfach noch mehr 2K-Counter abnehmen, für den Fall, dass ich eine zweite Makino habe, dann cleart die Makino. Dominik hat sich jetzt hier in dem Fall dafür entschieden, die Makino zu clearen und wird es, glaube ich, bitter bereuen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall stirbt sie
Und wir ziehen Shiro Hingehöch selbst. Sehr, sehr geil. Dadurch, dass ihr ihn jetzt nur noch einmal habt, ist das tatsächlich essentiell. Also auch wenn ihr ihn in der Starterhand habt und eine halbwegs vernünftige Hand, würde ich die Hand halten. Einfach weil es mittlerweile sehr schwierig ist, Whitebeard bei 50 Karten zu ziehen. Klar, ihr habt 4 Searcher mit ISO, aber es passiert einfach auch sehr oft, dass ihr zum Beispiel den Nami-Searcher aktiviert und dann Whitebeard seht und ihn unter das Deck legen müsst. Und Whitebeard ist nach wie vor ein absolutes Powerhouse. Ja, wir spielen die Makino, gehen ihm nochmal auf den Sack. Diesmal nur mit 5k, hier beschwert er sich wahrscheinlich schon, weil nochmal der Angriff kam, muss einen 2k-Counter dafür abwerfen, das war quasi der Trade, den er jetzt eingegangen ist. Ich musste meine Makino spielen, habe dafür einen 2k-Counter verloren sozusagen und er muss den Chopper abwerfen. Ich habe trotzdem ein stärkeres Board, also insgesamt eine gute Situation. Wir greifen mit Whitebeard an, bevor wir unsere Kreaturen ausspielen, in diesem Matchup besonders relevant, da er viele Sachen wie Punk Gibson und irgendwelches Ekelzeug hat, was unsere Kreaturen tappen kann. Von daher kommt jetzt der Frankie und wir geben ab. Perfekt. Don aufgeteilt und genutzt. Ihr seht hier auch jetzt schon wieder ein Otama. Dieses Deck spielt extrem viele 2K-Counter und das ist einfach nur geil. Mir ist selber passiert, als ich angefangen habe, im Sim zu zocken gegen Whitebeard-Spieler, dass ich einfach falsch kalkuliert habe und am Ende des Tages konnte er sich auf 11, 12, 13.000 buffen und einfach überleben und das hat mich dann das Spiel gekostet. Also das ist wirklich eine große Stärke bei einem Deck. Diesmal entscheidet er sich, die Nami zu clearen. Ja, hätte ich an der ersten Stelle schon gemacht. Er spielt einen Queen-Blocker. Sehr starke Karte. Er kann 2 Karten jetzt noch ziehen, eine wegwerfen. Und hat einen 6K-Blocker. Ich finde Queen unverschämt stark. Aber ist auch Don minus 1. Also dahingehend gerechtfertigt. Ist sogar hier relevant, da er Second geht. Das heißt, er kommt ja auf 10 Don in der fünften Runde und könnte seinen 10 Don Dofi spielen. Ich glaube, der hatte 10 oder hat er 9? Ich glaube, er hatte 10, genau. Und das kann er jetzt schon nicht machen, weil er sich die Curve quasi zerstört hat. Weil er dann in der 5. Runde nur auf 9 Don kommt. Ja, die Paradise Waterfall ist auch ein sehr krasser Counter. Mal schauen, ob ich ihn hier nochmal einsetze. Hier gehe ich nochmal sicher, wie viel Don er hat, was er wegwirft. Ja, Dofi spielt viele Counter, macht ja Sinn, da seine Leadability nochmal ist. Am Ende des Zuges werden 2 Don enttappt. Hier bin ich jetzt perfekt für 7 Mana drin. Normalerweise spiele ich den Ace lieber, wenn er getappte Kreaturen hat, um die zerstören zu können. In dem Fall habe ich aber 3 Angriffe. Und ja, komme hier einfach besser durch, wenn er gezwungen ist, mit einer 3000er Kreatur zu blocken. Macht er jetzt auch. Mal schauen, ob er versucht, Queen zu saven. Ah ja, er enttappt ihn mit Spider's Web, allerdings bleibt der Malus von minus 3000 nach wie vor bestehen. Und hier kommt der 6000er Whitebeard Swing, er countert aus und nochmal der 7000er Ace. Diesmal lässt er seinen Queen sterben, konnte aber zweimal mit Queen blocken, also sehr effizient gelöst von Dofi. Allerdings ist sein Board wieder nicht existent, während wir weiterhin 2K-Counter ziehen und unsere Hand immer, immer voller wird. Das heißt, wir können uns entspannt zurücklehnen. Und er muss jetzt erstmal sehr hart von hinten heraus versuchen, das Board wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und das ist auch das, wie Strawbeard funktioniert. Ihr haut viele Kreaturen raus, die sich schwer clearen lassen. Ihr könnt sie gut defenden mit vielen Abwürfen. Ihr habt wenige Spells insgesamt. Ihr zockt 4-mal Guard Point. Und ich spiele noch einmal, nicht Fire Fist, Red Hawk, genau. Die ist auch ziemlich gut. Sagen wir hier, Buena Vista sieht ein bisschen aus wie Blackbeard irgendwie. Ein Searcher. Ist ein 2K-Counter, von daher habe ich da überhaupt nichts dagegen, dass er ihn ausspielt. Und er hat noch den 7000er-Blocker Ruffy. Was machen wir damit? Wir sind bei 9 Don, das heißt wahrscheinlich kommt ein Shiro Hinge. Allerdings werde ich vorher meine Angriffe durchziehen, um erstmal zu testen, was er macht. Hier ist eine schwierige Überlegung, ob zuerst mit Ace oder mit Frankie. Ich möchte erst mit Frankie angreifen, in der Hoffnung, dass er nicht mit Ruffy blockt. Macht er jetzt aber, hätte auch sein können, dass er irgendeinen Bait vermutet und nicht direkt mit Ruffy blocken will. Aber so war es schon besser, denn wenn ihr mit Ace angreift und er hat Punk Gibson auf der Hand, kann er Frankie tappen. Er hat Punk Gibson auf der Hand und tappt Makino. Na, das hätte vorher Frankie erwischt und hätte die einen Angriff verloren. Wichtig ist dabei zu wissen, dass Punk Gibson nur auf Kreaturen mit Kosten 4 oder weniger abzielen kann. Deswegen ist nur Frankie und Makino in dem Fall gerade bedroht. Wir greifen mit allen an. Er nimmt das Shield und wir hauen Shiro Hinge raus. Damit müssen wir uns kein Shield nehmen. Hier war ich super überrascht von diesem Move. Das ist sehr schlau. Mit 0 für 0 angreifen. Makino ist definitiv wertvoller als sein Buena Vista oder Buena Vista, wie er heißt. Finde ich gut, also denkt da dran, habe ich gar nicht selber dran gedacht. Da war Punk Gibson doch noch useful, dadurch, dass er Makino tappen konnte, konnte er sie jetzt remove. Und ich habe ja tatsächlich eine ISO in der Hand, das heißt, potenziell wäre sie später nochmal gefährlich geworden.
Makino geklärt, aber die Frage ist, was passiert jetzt? Er versucht, mein Board zu clearen. Das ist relativ unmöglich bei den Handkarten, die ich habe. Ich habe Radical Beam und Guard Point und kein Mana open gelassen, kein Don. Aber das liegt auch daran, dass ich einfach zu viele 2K-Counter habe, die mich hier einfach beschützen. Yuzo und Sanji. Sanji ist auch eine Akku-Karte, die ihr spielen könnt. Ich benutze sie eigentlich in 9 von 10 Fällen als Abwerfer, aber es gibt auch Varianten, wenn ihr hyper-aggressive spielen wollt, wo ihr Sanji ausspielt und dann einmal für 7000 angreift, euch ein Leben auf die Hand nehmt. Ist nur nicht meine präferierte Spielweise, denn ihr habt so viele andere Sachen, um Pressure auszuüben. Ah ja, was machen wir mit all diesen Karten? Habe ich mich bestimmt auch gerade gefragt. Hier kalkuliere ich gerade, ob ich für den Finish gehen kann. Wir schauen erstmal, was wir uns noch so draften. Ich nehme Fossa, I guess. Würde auf jeden Fall Sinn machen, für den Fall, dass wir jetzt nicht finishen können, einfach noch einen Blocker liegen zu haben. Der Doofy hat Probleme, die Blocker zu clearen, also zu zerstören. Er hat ein paar Möglichkeiten, die zu tappen, aber auch das kostet ihn Ressourcen. So, jetzt kalkuliere ich hier gerade mal durch, ob ich einfach für den Finish gehe. Er hat nach wie vor einen Blocker. Jetzt wäre zum Beispiel der Rush Luffy, den ja auch dreimal zockt, der Unblockbare. Für 5 Don 6000 und mit 2 Don equipped hat er Rush und. Also Rush hat er sowieso, aber dann ist er unblockbar. Sehr, sehr gefährlich. Wenn ihr gegen Strawbeard spielt, müsst ihr das auch immer im Hinterkopf haben. Wenn so viel Don open ist wie jetzt, eine fette Hand, ihr dürft das letzte Schild nicht hergeben, weil wenn ihr Blocker habt und kein Schild mehr, kommt einfach für 5 Don Ruffy nochmal 5 Don ran und dann kommt für 11.000 ein Angriff, der in den meisten Fällen nicht tragbar ist. Wir fangen erstmal an, uns abzutasten. Mit 9.000 kann ich ein paar Angriffe machen. Ich kann auch Ace noch auf 9.000 bringen und Whitebeard ebenso und dann auch nochmal mit dem Shirdo Hinge für 10.000 Angriff. Er nimmt das Schild, weil er gesehen hat, dass ich jetzt sehr wenig Don open habe, um ihn mit Ruffy zu finishen. In dem Fall lässt er einfach durchgehen. Ich schaue nochmal, welche Spells er schon benutzt hat, was ein Indikator ist dafür, welche er jetzt nicht mehr hat, aber auch keine wirklich sichere Variante. Hier wäre ich fast auf End Turn gekommen. Klassischer Int. Der Guild Tesseroso, oder wie er heißt, Tesseroso, also auf jeden Fall der Dude mit dem Anzug, der da liegt, ist sehr gefährlich, immer wenn er angreift. Kann er für Don minus 2 2 Karten ziehen und Don minus 2, wenn er auf 10 Don ist, spielt keine Rolle. Die kriegt er nächste Runde wieder. Also eine absolute Draw-Engine, den solltet ihr clearen, sofern möglich. Hier für 11.000, er blockt mit Ruffy. Ja, hier habe ich viel bei der Don-Aufteilung kalkuliert, wie ich es am besten gestalten werde. Ich glaube, auch hier kommen wir für den Finish durch. Schauen wir mal. Wir gehen nochmal für 8. Handkarten weg, um auf 9.000 zu gehen. Und hier entscheide ich mich für Fossa gegen Fossa. Das ist die Frage. Ich lasse die 2 Don open für Fossa und schaue, ob er auscountern kann. Er kann nicht auscountern. Crazy. Ich habe sogar noch die defensive Variante gespielt, um das Don für entweder Fossa open zu haben oder für Red Beam und Guard Point. Na, weil für den Fall, dass er das irgendwie überlebt hätte, hat er nächste Runde 2 Angriffe, einen 6.000, einen 5.000er, kann Don aufteilen, das heißt, er kann für 2x 11.000 angreifen. Das kriege ich vielleicht sogar ausgecountert, aber da ich ja in der nächsten Runde auf ein Shield gehe, müsste ich es einmal auscountern. Ich muss verhindern, wenn ich es nicht auscountern kann, auf 11.000 gehen. Vielleicht hat er noch irgendwas, was mich bedrohen kann, deswegen, wenn ihr nicht unbedingt für den Finish gehen müsst, haltet euch die Option offen, weil ich hatte auch schon ein paar Games, wo ich gedacht habe, ich kann für den Finish gehen, especially gegen Whitebeard, dann gemerkt habe, ich komme nicht durch, habe all meinen Don verbraten und hätte die nächste Runde actually noch überlebt, weil ich 1, 2, 3 Radical Beams oder Guard Points auf der Hand habe, aber war dann in dem Moment zu greedy, das heißt, hier habe ich defensiv gespielt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich jetzt abgegeben hätte und nächste Runde nochmal angegriffen hätte, dass ich das dann auch geholt hätte. So, das war ein Stomp. Wir haben noch ein absolut spannendes Duell, auch Doofy gegen Whitebeard, was als nächstes kommt. Gebt wie immer Feedback, gefällt euch das Spiel, freut euch, dass Whitebeard back ist, hasst ihr Whitebeard? Ich weiß, Whitebeard-Spieler werden gerne geächtet, weil das Deck einfach ziemlich stark ist, aber es ist actually
super interessant zu spielen. Es ist jetzt eine etwas aggressive Variante im Vergleich zu dem der Vorgängerversion ohne die Nerfs, einfach weil ihr dort viermal Blocker-Marco hattet und viermal Whitebeard. Das heißt, da konntet ihr euer Leben sehr viel besser kontrollen und stabilisieren. Hier ist eigentlich eure beste Chance, dass ihr so viel Pressure und so viel Druck auf den Gegner ausübt, dass er stirbt, bevor ihr stirbt. sterbt natürlich. Und das ist the way to go. Wie gesagt, das Deck-Profile kommt gerne auch noch, wenn ihr euch das wünscht. Und wir sehen uns im nächsten Game wieder. Bis dann!